Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Cyberpunk 2077. Im letzten Part sind wir mit unserem Kumpel Fahrstuhl gefahren und machen uns gerade auf an die erste richtige Mission. Ich habe derweil mal ein bisschen geschlafen und bin nach diesem Arbeitstag zwar immer noch nicht fitter, aber freue mich jetzt, die erste richtige Mission zu erleben. Wir folgen jetzt mal Jackie durch dieses doch leicht abgeranzte Haus. Guck mal, da liegt schon mal Zeug rum. Karten mitnehmen. Folge Jackie. Yo, yo, Jackie wartet auch brav auf uns. Apartment 1237. Okay. Ziel müsste drin sein, aber ich sehe ihren Biomann nicht. Hoffe, wir sind nicht zu spät. Bist du das? Rein mit dir. Gehen Sie rein, gehen Sie rein. Beeilt euch. Versucht die Tür zu hacken. Okay. Kannst du das Schloss umgehen, weh? Boah, ich guck mal, ob ich das hinkriege. Ist hier noch irgendwas? Ja, ich schau mal eben. Angucken. Remote Hack ausführen. Jawohl. Zack, Tür ist offen. Ab jetzt leise. Okay. Feindlicher Bereich. Dann sind wir mal ein bisschen ruhig. Drücke Tab, um interessante Objekte wie Beute, versteckte Geräte und mehr hervorzuheben. Sind wir zu spät? Ich sehe das wie die Zielperson. Also hier gab's mal Pizza. Aber die Fliegen deuten darauf hin, dass die nicht mehr unbedingt frisch ist. Oh, hier gibt es noch Burger und Pommes und Hot Dogs. Oh, lecker. Richtig gesunde Ernährung ist hier am Start. Ich komme sofort. Lass mich erstmal hier umgucken, Junge. Der macht aber auch einen Stress. So, oh, es sieht aber auch aus, du. Oh, was ist das? Habt ihr es gesehen? Da sind die Floating Guns. Oh, Scheißdreck, Alter. Beim Scannen gelbmarkierter Objekte, beim Scannen gelbmarkierter Objekte enthalten wertvolle Tipps, die dir bei deiner aktuellen Mission helfen. Ich muss ein bisschen langsamer lesen. Ich überschlage mich immer mit der Zunge. Das nehmen wir mit. Neuer Splitter. Notfälle auf Abruf. Nachricht lesen. Z. Wie konnte das passieren? Wann und warum haben wir als Gesellschaft entschieden, dass das menschliche Leben eine Ware ist? Ein Luxusartikel. Meine Mutter starb mit 45 Jahren. Sie hatte noch Jahrzehnte vor sich, als ihr Leben einfach von einer simplen Lungenentzündung beendet wurde. Hätte sie nur die billigsten Trauma-Teamversicherungen gehabt, hätte man sie innerhalb einer Stunde gerettet. Aber sie konnte sich keine leisten. Meine Mutter starb 5 Monate vor ihrem Termin bei unserem Hausarzt. Ich muss mal ein bisschen scrollen. So, warte, wo waren wir jetzt? Das Konzept der privaten Gesundheitsversorgung ist tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Bereits im Jahr 2020 bestand weitgehend Einigkeit, dass 500 Euro-Dollar pro Monat ein fairer Preis für eine Traumateam-Versicherung ist. Gesundheit war schon damals nicht, was man einfach erhielt, sondern etwas, das man sich verdienen musste. Das private System mag nicht perfekt sein, aber es gibt ja keine Alternative, dachten wir. Bullshit. Scrollen, scrollen, scrollen. Überqueren wir doch einfach den Pazifik und werfen einen Blick auf die UdSSR, wo es ebenso hochspezialisiertes medizinisches Personal, nanochirurgische Präzisionsgeräte, spezielle Antikörper, intravenöse Sonden und unzähliges mehr gibt. Notfall-Lufteinheiten mit modernen AVs, die mit Kryokammern ausgerüstet sind, haben die auch. Wo also liegt der Unterschied? Darin, dass sie ihre Leute nicht auf den Straßen, in Läden und in ihrem Zuhause zum Sterben liegen lassen. Sie zwingen niemanden dazu, das eigene Leben bei Konzernen zu kaufen, als würde es denen gehören. Ein gutes Gesundheitswesen ist keine unerreichbare Utopie, es ist die Realität. Auf der anderen Seite steht Traumateam, das seine Versicherten sowohl als potenzielle Patienten als auch potenzielle Verkaufsartikel betrachtet. Sie retten nur Leben, weil sie davon profitieren. Ein gerettetes Leben ist quasi ein wiederkehrender Kunde, wobei natürlich der Tod eines Klienten ebenfalls Geld in die Kassen spült, zum Beispiel in Form von Organ- und Implantat-Weiterverkauf. Nur ist hier der Gewinn deutlich geringer. Ein Notfalldienst kann es sich nicht leisten, seinen Managern Gründe zu liefern, dessen Kunden für kurzfristige Überraschungsgewinne umzubringen. Ja, sicher werden sie jetzt entgegnen, dass medizinisches Personal doch immer auch vom hippokratischen Eid geleitet wird. Ich bitte sie. Ich wollte gerade sagen, ne, also als ob. Das kannst du bei uns ja schon beobachten, dass das nicht mehr funktioniert. Die müssen jetzt ja alle gewinnorientiert arbeiten. Wie willst du denn so noch, also Katastrophe. So, wir looten mal und schauen uns dann mal die Dame an. Oh. Ich sehe sie und sie haben ihr... echt einiges rausgeschnitten. Sandra Dorsett ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig.
Die hier hat nur Setatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Suchen wir weiter. Noch irgendwas zum Looten hier? Okay, let's go. Öffnen. Achtung! Pendejos vor uns. Leise. Okay, ich bin ganz ruhig. Oh Gott, das ist die nächste. Vorsichtig. Ja, ganz ruhig, ich schaff das schon. Und rein mit ihm! Cyberware, Anwendung und Nebenwirkungen. Das ist die Frage, lesen wir jetzt immer alles oder lieber nicht? Das Problem ist halt, du kriegst die Story halt primär natürlich, also diese ganze Welt und das ganze Drumherum, primär über die Texte mit. Also wir sollten zumindest am Anfang mal noch ein bisschen lesen. Viele Menschen glauben, dass wir in einer Zeit leben, in der das Wort unmöglich obsolet geworden ist. Ripper Dogs sind in der Lage, fast jedes Körperteil durch künstliche Implantate zu ersetzen, vom großen Zeh bis zu bestimmten Bereichen des Nervensystems. Dennoch haben mich meine Jahre bei Trauma Team gelehrt, dass unmöglich nach wie vor sehr möglich ist. Selbst heute, kurz vor Ende des 21. Jahrhunderts, sind medizinische Kräfte wie wir nicht in der Lage, sämtliche Nebenwirkungen der kybernetischen Elemente in unserem Körper zu eliminieren. Jeder sollte heutzutage mit der Krankheit vertraut sein, die als Cyberpsychose bekannt ist. Aber damit endet es nicht. Obwohl der medizinische Fortschritt das Auftreten dieser Krankheit im Großteil unseres Jahrhunderts auf ein Minimum reduzieren konnte, gibt es bis heute in kleineren Bevölkerungsteilen Fälle von Cyberware-Abstoßung. Bei diesen wenigen Unglücklichen können diverse Komplikationen auftreten, allerdings kommen die folgenden am häufigsten vor. Immunreaktion. Der Körper stößt das Implantat ab, wodurch kontinuierlich Narbengewebe wuchert, was zu Schmerzen und Entzündungen des umliegenden Gewebes sowie möglicher Störungen der Tech-Schaltkreise führen. Psychologische Nebenwirkungen. Neurologische Implantate besitzen das Potenzial, unvorhersehbare Veränderungen im Gehirn hervorzurufen. Mögliche Nebenwirkungen beinhalten Depression, Apathie, Halluzinationen sowie der plötzliche Anstieg suchtinduzierter Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Wetten. Ja, da freuen die sich doch gleich, wenn du die Leute direkt so programmieren kannst, dass sie gleich noch mehr Geld da lassen. Implantat über Abhängigkeit. Die Verwendung bestimmter synthetischer Körperteile über einen längeren Zeitraum kann die Hirnchemie so verändern, dass sie sich an ein bestimmtes Implantat gewöhnt. Manche Berichten sprechen von permanenter Erblindung, nachdem Patienten versuchten, ihre Kyoroshi-Optik durch andere Modelle zu ersetzen. Permanente Erblindung wäre ja so gar nicht mein Ding. Was können wir als Konsumenten und Mediziner angesichts dieser bekannten Risiken tun? Und ganz von kybernetischen Verbesserungen fernhalten? Weil eine Chance von 0,5% besteht, dass wir unser Augenlicht verlieren? Oder unsere gesamte Ersparnisse lieber im Casino verspielen? Die Antwort ist ein klares Nein. Cyberware-Technologie verbessert und erweitert die menschliche Biologie so enorm, dass all diese Was-wäre-wenn-Argumente unserem besten Interesse entgegenwirken. Der beste Rat, den ich zur Minimierung des Risikos geben kann, ist dieser. Lesen Sie vor der Installation die technomedizinischen Profile sämtlicher Cyberware, die Sie erwerben möchten, gründlich durch. Ja, einfach den Beipackzettel lesen. Da geht es schon. Da geht es schon. Aber wie hübsch es aussieht. Also, es sieht halt schon aus, ne? Also, ich will es nicht sagen, ne? Hier noch irgendwas drinne? Oh, nehmen wir mit. Ihr könnt auf jeden Fall mal in die Kommentare hauen, wie wir das mit dem Lesen verfahren sollen. Sollte ich weiter immer möglichst viel vorlesen? Ich werde nicht alles vorlesen, weil es auch ist ja nicht, ist ja wie in der Schule dann. Aber so die spannenden Sachen, so hin und wieder mal eins lesen, sollten wir schon tun. Aber haut's mal rein, ich kann es auch ganz lassen. Achtung, da kommen noch mehr. Sind fast bei euch. Oh oh. Geh mal zu ihm rüber hier. Wie? Sie kommen. Okay. Bam, bam, bam. Wir warten mal eben kurz hier, warten unsere Chance ab. Cabrones, wie Heuschrecken. Warten wir und planen die Sache. Hey, mach ihn kalt, aber leise. Übernimm den da. Bei dir holen wir sie uns. Okay. Suerte. Und los geht's.
Er hat sich um den anderen gekümmert, sehr gut. Alle ausgenockt. Aber da kommen sicher noch mehr. Da bin ich mir sicher. Okay, dann arbeiten wir uns mal vor. Der lehnt sich hier gerade so entspannt gegen. Den kriegen wir bestimmt weg. Oh, hat auch keiner gemerkt. Alles cool. Ja, ganz entspannt. Können wir irgendwas hacken? Guck mal da. Da können wir ein Ablenkungsmanöver reinhacken. Machen wir mal eben. Dann können wir den eben wegmachen. Oh oh. Oh oh, darf uns nicht sehen. Wunderbar. Ich hätte gerne diese Waffe da. Kann ich die irgendwie anvisieren? Da. Nehmen. Wo ist die jetzt? Neues Item erhalten. Okay. Na egal. Lass mal weiter gucken. Hat unser Kollege den anderen platt gemacht, der da noch stand? Ja, hat er. Okay. Dann schauen wir uns doch mal weiter vorsichtig um. So, Breach-Protokoll Ablenkungsmanöver. Können wir mal machen. Warte. Zack. Bewegungen auf den Sensoren sichtbar. Ihr habt ihn erledigt. Die Luft ist dran. Wow. Scheiße. Seht euch um. Sie muss hier irgendwo sein. Okay. Saubere Nummer. Ich wollte gerade sagen, das war echt eine saubere Nummer. Ich musste niemanden laut erschießen oder so. Wir haben alles ganz entspannt und in Ruhe hingekriegt. Nice. Ah, jetzt nochmal was zum Lesen. Schmerzeditor und die Sterblichkeitsrate. Ah, ich sammle es jetzt erstmal so ein. Was für ein räudiges Sofa, ey. Hier geht's gleich weiter. Ich gucke mich nur nochmal um, dass wir auch nichts übersehen. Ah, hier waren wir schon. Hier sind die Hotdogs. Alles klar. Gut, dann mal weiter, ne? Dachte nicht, dass wir so leise sein können. Ich bin auch etwas überrascht. Es ist ja normalerweise nicht so mein Ding. Nicht meine Lieblingsmethode, aber mal was Neues. So. Was haben wir hier noch so? Hier können wir wieder Computers benutzen. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach weiter. Öffnen. Erstmal die Waffe ziehen. Wo sind die andere? Ich möchte die gerne ausrüsten. Inventar. Karte, Itemherstellung, Inventar. Guck mal hier, da. Haben wir da nicht gerade eine Waffe eingesammelt? Was ist das? Wo habe ich denn diese geile Schrotflinte her? Rein damit, ne? Zack. Zack. Yo, die ist sogar richtig schön, schön lila, wo auch immer das herkommt. Okay, let's go. So eine verfickte Scheiße. Körper untersuchen, der sieht. Glaub mir, ich habe echt keinen schwachen Magen. Aber das. Das. Verdammt, sowas kann ich nicht ab. Diese Schlachter-Scheiße. Was die mit den Leuten machen. Scheiß Gav-Psychos. Das war's mit solchen Jobs. De lo juro por mi madre. Ja, auf so eine Kacke habe ich auch keinen Bock mehr. Okay, lass erstmal. Ich bin ja schon dabei. Lass mich doch erstmal. Oh, nee. Erstmal untersuchen hier. Ich glaube, ich hab's. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomon an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Biomon muss ich überprüfen. Verlinke mich. Da liegt noch eine Leiche in der Wanne. Sie liegt in einer Wanne voll Eis. Mit noch einem anderen. Fuck. Wie Fleischbrocken. Reiß dich zusammen, wie. Wenn sie überlebt, erinnert sie sich an nichts. Winzige Narbe am Unterbewusstsein, das war's. Hab gehört, die Leute, die sowas erleben, kriegen Panikattacken. Ohne je zu wissen, warum. Du trinkst nur ein Glas Eiswasser und plötzlich fängt deine Hand an zu zittern. Wie, schließ ihren Biomon an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Ja, ist ja gut. Schließe an.
Machen wir das mal. Erstmal schön hochfahren. Sandra Dorsett, NC570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße. Die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Ja. Wir haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomod. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, T-Bug. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Hm. Also Scorplodger-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropark. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomann stören. Ist das denn ungefährlich? Ist das nicht gefährlich? Können wir sie nicht einfach wegschaffen? Sie ist hier und atmet. Mach jetzt keine Rückzieher. Wir brauchen den Biomann intakt, um Blutungen zu finden und so. Such den Splitter und zieh ihn raus. Wenn sie das sagt, dann wollen wir mal den Splitter rausziehen. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomann. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deiner Standort ein. Oh, der Biomann sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premiumplan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Okay, okay. Halt mir den Rücken frei, Jack, Augen auf, das war's noch nicht. Wer weiß, was da draußen ist. Bin bereit, wie? Zieh dein Ding durch. Zieh dein Ding durch. Okay, auf geht's. Hoch mit ihr. Oh, fuck! Was denn denn? Stillstand! Wie? Sag mir, was da los ist. Jackie, Air Hypo! Fuck, das ist nicht gut! Hier, fang es, ey! Oh, oh Gott. Das geht ja direkt richtig gut los hier. Ich glaube. Scheiße, es hat geklappt. Feuer, Cabron, bring sie nach draußen. Okay, trage Sandra auf die Terrasse. Oh, schnell hier. Die Skev-Ratten hauen ab. Haben bestimmt Traumateam gesehen. Ja, klar, will ich jetzt auch abhauen. What the fuck, ey? Feel the chemistry. Oh, das ist ja schon. Abstand halten. Eingeleitet. Befolgen Sie die Instruktion. Moin. Patientin auf den Boden legen. Geht sofort los. Bitte schön. 5 Schritte zurück. Jetzt. Ey, Leute, entspannt euch. Alles gut. TT-133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamin. 110 Norepinephrin. 800 Fibrin. Alles gut, ich tu nix. Alles gut, alles gut. Alter, wie das aussieht. Unnormal. Also, holy, es ist optisch auf jeden Fall. Ich kriege Gänsehaut. Krass. Sprich mit Jackie. Okay, das war irgendwie ganz schön abgefuckt. Ganz schön abgefuckt. Also, ganz schön abgefuckt. Nicht so ein bisschen abgefuckt, sondern ganz schön abgefuckt. Jackie? Verschwinden wir. Ja. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ich kling mich aus. Wir sehen uns bald. Zu, Manon. Ich hab was zu erledigen. Ich kann den Wagen borgen. Ich hab ein Date mit Misty und... Komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Wir sind doch inzwischen... Du rettest mir den Arsch, wie. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? What the fuck? Er ist durch... danke. Ich bin hundemüde. Er ist durch den Fahrstuhl durchgelaufen. Oh, scheiße. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Wir sagen, der Job ist durch. Drücke T, um auf das Telefonmenü zuzugreifen. Wakaokada anrufen. Geht los. Wie? Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Sie wird's überleben. Einigermaßen. Ich sag, sie wird's überleben. Natürlich ist sie das. Sowas doch vereinbart, oder? Wunderbar.
Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Okay. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. So sieht's aus. Hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Manu. Ich fahre. Alles klar, aber jetzt, meine Lieben, machen wir erstmal einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.